Guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Für alle, die wissen wollen, was es mit dieser Verpackung auf sich hat und warum sie so mülltütig und hässlich aussieht, darüber hat Kiran gerade eben 5 Minuten ganz alleine geredet und ich verlinke euch das Video unten. Und deswegen halten wir das jetzt hier ganz kurz. Erzähl mal, Kiran, das ist dein Lieblingssnack. Warum? Das ist einer meiner Lieblingssnacks. Viele Lieblingssnacks. Aber ich finde den deshalb so gut, weil die sind innen hohl. Das sind so Reiskissen. Sind Dinkel. Nee, Dinkel sind nicht Reis. Nee. Hafer-Crispies. Weder Dinkel noch Reis. Mit Milchschokolade. Und die erinnern mich immer, kennt ihr das, wenn man so Cornflakes kauft und dann sind da so ein paar schokolierte Cornflakes dabei, die voll lecker sind. Und dann fischt man die alle raus und dann sind die weg. Und die sind halt genauso. Ja, und da habt ihr aber eine ganze Packung voll. Das heißt, ihr müsst nichts rauswischen oder rausfischen. Ihr habt einfach die Packung vor euch. Deswegen, Produkt ist wie immer unten, die sind schön angenehm süß. Ja. Weißt du, woran die mich erinnern? Es gibt auch diese, wie nennt man denn diese Cornflakes? Weißt du, die auch so ein Kissen sind und dann ist das Kissen aber mit Nougat innen drin gefüllt. Ach so, Moment. Nougatkissen. Aber die heißen nicht so. Nein, die heißen nicht. Es gibt Toppers? Nee, das ist nicht. Aber die heißen Nougatkissen. Ah, Tresor. Ja! Ja! Dürfen wir das eigentlich sagen? Tresor. Tresor. Mhm. Die sind quasi genauso, nur wie nennt man das Sushi, was so von innen nach außen ist? Moment. Inside Out. Inside Out, genau. Das ist so Tresor, der Inside Out. Genau, das Tresor im Inside Out. Okay. Versteht das jemand? Ich kann nicht. Aber sowieso niemand an diese Expertenvideos. Ja, komm, ich weiß nicht, wir machen Affiliate-Link. Affiliate-Link. 5%. Okay, bis gut. Zum nächsten Mal. Gönnt euch die, wirklich gut.